Georg Droste, Ottchen Aldach, Erster Bauch, Kapitel 11. Wie Waschwieber wollen woll wit waschen, wenn wie wussen, wo warm weg, wer sa water wär. Wenn wie Aldachs Waschdach wär, denn spitzte Ottchen all frühmorgens die Ohren und lurde ob wat, denn he wuß ganz genau, dat Großmutter ob jeden Fall mit dissen Snack an Dach käin. He scholl dat vor Gewalt und Kopp leeren und Großmutter naubabbeln. He hadert auch, woll gut und gern konnt, de sien Großmutter aber nicht den Gefallen. Will se em nachher an jeden Waschdach immer tade und ärgerte. Dat wär denn, wenn de Blaututen an de Rege käm. Denn konn he sig auch fast darauf verlaten, dat se em taurib. Anzen, pomme her, Otzen, mane zipas. Da to käm noch, dat he in den Waschwiebers nix na keinen Sinn und Verstand drin bringen konn. De Verser wär keine 100 Trähe von Huse af. Aber dat de Aldachschen Fraunslöhe doch kein Verserwater taun waschen nehmen. Nee, dat muss Regenwater sehen. Und da wird in Wuschen, solange as er noch einen halben Ammer voll in de ole swarte, brackerige, halb vermoderte Koballien in wär. Dat Regenwater, wat von dat verrökerte Pannendack, dör de ole rüsterige Garten in de Ballien lopen wär, dat wär meist zwart as Dinte. Aber dat wär Regenwater, fell, fell weiker as alles andere, und Ottchen wär dat bi Todesstrafe verbauen an Ballien to gahn oder in Water to kleien. Aber doch, und just darum trock usen Muscheblicks dat immer wieder mit so'n eigen Gewalt na de Aule tunnen. So keek he denn auch an dessen Namensdach, als he traurig von den Kaninkenstall käm, langhalst und neischierig über den Rand von der Tunnen. Wo deib mocht dat Wader wohl sehen? Wat mochen ob den Grund wohl all vor Raritäten und Heimlichkeiten ob'n Bulten liegen? Oh, n ganzen Bach wuss he. Der wuss he aber man ganz allein obe Welt. Da wären zwei Tinnen, Edläppels, ein Kökenmesser und ein Gabeln, ein Lütchen Nippfigur von der Kommode, Mieke Erbodepoppen, Griffels, Marrels und, wat das Schlimmste wär, und wohe noch mit Schudern und Gräsen andachte, Großmutter ihren Messingschen Schauanträger. Volle 8 Tage hat dat Hus obs Duttenstan und wär um und umkehrt worn, als der Schauanträger verschwunden wesen wär. Dat wär ein gräsige Tiet wesen, aber Ottchen han dicket Fell. He wär Kummer gewohnt, denn wie allens, wat in Huse mal weg wär, da herde dat. Dat hätt wedder der vermuckte, unlädige Bengel verseit und um Ort brocht. Hey, heilt darum reinen Mund. Und wer kein Judas und verrate Nums und am allerwenigsten sich Sülms. Wat wär dat war der Hüte fein blank und so still und glatt. Bitt an den Rand werde Tunnen aber auch voll nah den letzten Gewitterregen. Der blaue Heben speigelte sich darob und eine Lütje Wulken seilte langsam as so ein Zauberschipp darüber hin. In olen Prop schwamm de Dunne vor em an Rand. Hey puste em nah dat Anna Ober, halte em wieder her und magte das Bildwerk noch mal. Wat gäf dat für feine Wellen? Da muss eigentlich noch mehr obswommen. Gesächt gedan. Die Luft wär rein, die Derns wär noch Schole. Großmutter,
duschte in ihren Lehnstuhl und Mutter las vorne in der Stube das Blatt. Sachte kletterte Ottchen durch das Lütje Kammerfinster in die Derns ihre Kammern und käm glegs darup mit so'n Lütchen bunten Pappkasten wieder rot. Dat wär wat. Da lädt sich wat mit Marken. Mieke er Ankleidepoppen. De ole Ballien stund und drei Stiepels. De ut fair halbe Backsteine baut wären und de man lose op'm anerlecht wären. Ottchen pette mit ein Faut ob so'n Stein. Den beten vorstünd und läsig mit dat lief ob den Rand von Regentunnen. Nu lehe de enkelten Poppen behot dat ob dat Water. Paula und Lydia und Käthe und die Zofe und Prinzessin Valerie. Mieke säg immer Valerie und all den anderen Lütchen Deideis. De hei alter Samen von Ansehen und mit Namen kende. Dat wär'n Lust. Alle meine Enten schwimmen auf der See, dachte Ottchen. Nu käm de Storm. Hei puste vor Gewalt und de Poppen fung an to schaukeln. De Prinzessin woll sich verdrinken. Nee, de mossen den Nixen holen. Na, die Grund von diesen Deipen See. Da wär denn dat verzauberte Königsslott, wo Bertha M. von Vorlesen ha in Ermerken bog. Luder ganz lütje Tiere schauten in Water hin und her. Pielpoggen. Dat wär'n wohl die Nixen. Der woll he mal fangen und denn. Ob einmal gung das Klaps, Bums, Pulsch, Palsch, Brr, Ba, Habu. Och, nee, wo kann't angorn? Oh, dat schöne Regenwater. Nee, diese greisige Swinägel von Jung. Dat wären so ungefähr de Wör, der an Ottchen sin Ohr klungen, als hei wedder tausig kam wär. Und sick, nass assen war der Ratte, wedder unner de ole Ballien unner Rut krübeln woll, de mit em über Kopf gorn wär. Warum Ottchen aber in sin nattet Elend vor de natte Boxen von sin Mutter noch Prügels krieg, als wenn se ihm wieder dröge kloppen woll, warum dat se ihm in Bette stoppen und warum Großmutter ihm feiertein Tage lang de ganzen Schrappscheren unter de Nase hält, de bi dat Tunnenkippen endlich mal wieder an Dachslicht kam wären, dat konn he mit dem besten Willen nicht begrieben. Dat hä er damals den Schauantrecker so heimlich wegnommen ha und ha den so tucksch in de Regentunnen smetten. Ahne dat von Munneto geben. Davor wär he die schlechtste Kreatur, der überhaupt ob Gotts Erdboden rumleib und scholl, so bald as dat man jichtens gung, na Elnerhof, na n Bäderungsanstalt. Da wollen se em den dörren Bögel kring und dat Schausterlied vorsingen. Tschä, der Regenton wär nu ledig. Da lädt sich nix mehr an ändern. Aber den armen Ottchen sin Mart, sin swartet Sündenregister, dat wurd wie all des Nackerei immer voller, denn de Frauenslühe wiegelten sich ein anderen ob und snackten sich immer mehr in de Witterung. Ottchen seht still und bedrüft ob a Kellerluken und mimelte für sich hen. Dat leid so, als wenn heina den letzten Streich schändlich mör worn wär und wär nicht verstund in de Seele von Kind von 5 Jahr to lesen, de kun sogar glauben, dat he in sich gung und faste Vorsätze fatte, um sich to bettern. Ob jeden Fall leis em de Ol gothartiges Mitsche, so wat ut de traurigen Augen.
als er in Verbiegern über de Huster käm, keg und smäht em glicks darob ein paar Stangen Babbelertau, die se em mitbrocht ha. Da käm sie bi Großmutter aber schön an. Dat fehlte auch noch, so'n linigen Bengel noch Babbelertau slickern käm. De scholl an Rathuse, an Schandpaul, und den scholl he in Zettel im Hals heppen, da wohl sei obschrieben, ich hab mein Großmutter ihren Schuhanzieher in a Regentonnen geschmissen und bin ein Fleetangel von Jung. Darby plinkaugte sei de smitsche Tau und meinte wunder nicht, wat sie vorn feinen Witz magt ha. De smitsche tröste Ottchen aber, strackelt ihm de Backen und seh, Kinders, stellt jo doch nicht so eiferig an. Dat kommt alles von dat Ole Insbären. Wat schall so'n Kind denn? Wat möt's du doch um a Hand heppen? Nee, der Bengel, der muss ihn Freiheit heppen. Und warte will he wohl nicht wieder gahn. Und wat darum passieren schall, dat passiert doch. Wenn Malheur sehen schall, denn kann sich wollen Finger in der Nase afbrecken. Gestern ha er sich jo all Hals und Beine brecken konnt, as bi de olle Regentonnen. Da hätt he gar nicht so viel Schuld. Ich heftet olle Wuppensbell all lange op'm Kieker hat. Just werde Pussmeiersche in Haus drehen und woll da ook noch im Bett mit Mangsnattern und de Smitsche den Wetterpart holen, als Antchen schab ut ne Huster keg und seh, wat kommt da denn für'n Vornehmen her, den Dieglangs? Und dreit hier ob'm Hustau? Kinders, nee, dat is ja use Pastor. Och Gott, bluchterten de anderen Frauenslühe. Kinders, lad us man gau achtern dort Huswitschen. Und de Pussmeier seh noch, heft sie auch die Bibel ob die Kommode liegen, anders. So wat ist dat hier nicht bi us, rieb Frau Aldachs Erna. Mit Schienheiligkeit heft wie hier nix zu daun. Und use Pastor Merkel. Damit dreht der ole Witthade geistliche Herr auch all in de Hostör und hielt mit n freudigen Lachen de Fronslühe de Hand hin. Ah, sieh da, Großmutter, immer noch rüstig, immer noch die sorgende, ratende Stütze des Hauses. Guten Tag, guten Tag. Damit schüttelte hey de Fronslühe de Henne. Hey, magte dat gar nicht, dat sei so'n Beten verbauert wären und verlegen an ihre Kökenschorten doll streiken. Großmutter bögte sich den Gauner Ottchen, doll, de mit sin kleierige, brunet, Babbelsnutwag noch obe Keller luken seht. Grall wischte se em de backschierige Hand ohne Schorten af und flüsterte em Tau, star mal up, gif den Onkel Pastor de Hand und sech, go dach, du Faken. Ah, da ist ja auch unser kleiner jüngster Täufling. Guten Tag, kleiner Mann. Ottchen hält den Pastor dem Potchen hin, keck ihm mit sin groten blauen Augen an und seh denn genau so, als Großmutter ihm dat Tor flüstert ha. Goon doch, du Fagen. Der Pastor muss sich ob den brunen Kofferdahl setten. So schüttelt er sich vor Lachen, sin gelen Hansstock mit den Elfenbeinknob, fult ob de Kellerluken und hey klappte sich vor Vergnügen ob de Lennen, dat da man so knallte. Kostbar, kostbar, rieb er endlich und wischte sich mit sin rotsigen Taschendok dat zweit und de Tranen af, de em vor Lachen über de Backen kullerten. Die beiden Frauenslühe wussten erst vor Schreck und Scham gar nicht, was sie sagen sollen, lachten aber ob letzte so bobenharten Sohn beten so zur mit. Am liebsten wären sie jo Stantepe beide über den gräsigen Bengel herfullen und wären ob em Tau verbinden gorn,
dat he jem sonne Schanne magte und dem Pastor von Faken schimpte. Großmutter verhalte sich zuerst und tellte nu in einen Arten Ottchen sin ganze zweite Sonnenregister ob. Sei freise sich all in Stillen, dat nu de Pastor den Sünner mal ordentlich in Gebet nehm und er mal ganz gefährlich de Lefitten lesen wurd. Dr. Merkel, de all de langen Jahre hier Seelsorger und Husfrund wär, de wär denn auch ganz ernst und still worn, as he to hören krieg, an wat von dunnen Faden dit Lütje frische Leben hier kortens hungen ha. As de Rede ob all de anderen undägtschen Streiche, ob Fräulein Engelkens, de Kaninken und gar ob de Regentunnen käm, da flauch dat woll vorn Augenblick wedder as so'n Sonnenschein über sein Gesicht. Aber ernst und strenge keek der olle Herr ob de Frauenslühe. As de Rede ob den Husarrest käm und as Großmutter endlich sluten de: Tschä, Herr Pastor, was sagen Sie nu zu so'n Ausbund von Kaper? Mussen den nicht einsperren? In dies das Kaschott bei Wasser und Brot, bei die Ratten und Müse? Den ganzen Sommer kömmt sie der undächt, aber's auch nicht wieder übern soll. Und nu kann's heistern sie ihm man mal ordentlich runter, dass er ihn vorhin von Faken geschimpft hat. Pastor Merkel, der ole Kinderfront, der erfahrene Menschenkenner, der hat das Kind an sich rantrocken und zwischen seine Knie nahm. Hey, keek Ottchen so recht dieb und freundlich in die großen, blanken, blauen Augen und lei ihm sachte der Hand ob dat goldgele Haar. Angstig und verschuchtert keek Ottchen den vornehmen Herrn ins Gesicht und zwei große, blanke Tranen kullerten ihm langsam über de Backen. Wat moch nu mit em passieren? Der grote Mann, der em so eigen ankeek, der em so fast zwischen sin Knie klemmt ha, wat ha der nu mit em föhr? Ob jeden Fall gäf he em nun Salbe. Oh, dat wär gräsig. Han se em denn all verlorten, Großmutter, Mutter, hey, keek sin Mutter von ne Sied an, als wenn hey sengen woll, helpst du mir denn nicht? Hey, ha jo keen Ahnung, wat dat Mutter harte sich in dissen Augenblick quälte, wat dat blote und tuckte dör dissen Blick. Dankbar keek sie darum dem Pastor an, als der nu den Lütchen Sonnenburg dat Haar u des Stirns trägt und mit sin freundliche Stimme to em sehr. Nicht weinen, kleiner Mann, nicht weinen. Ich denke, du hast nun wohl genug gebüßt und ich will ein gutes Wort für dich einlegen bei Mutter und Großmutter. Du sollst deine Freiheit wieder haben, wenn du mir versprichst, nicht wieder auf die gefährliche Schlänge zu gehen. Da, gib mir die Hand drauf. Nicht wahr, liebe Frauen, es soll ihm doch alles verziehen sein. Er will ja auch von nun an so artig und folgsam sein und nur im Gras und im Sande spielen. Nicht wahr, Mutter, nicht wahr, Großmutter, er darf doch wieder. Damit nickhoppte und plinkaugte der Menschenfrund die Frauenslühe knäpschtau und Frau Aldach anderte endlich: Tschä, Herr Pastor, wenn Sie meinen, denn können wir es ja mal wieder mit ihm versuchen und... Antchen, Antchen, iberte aber Großmutter, der in diesem Augenblick wieder an ihren Schauanträger denken moch. Antchen, ich stau aber für nix nicht in, da dat nicht wieder ein Malheur aufgeben deit. Dei Bengels leid us auch gänzlich uden Tau, so as dey to care guide, wenn he erst mal wedder buten Hus is. De Pastor ha will des Ottchen twuschen sin Knie rudlaten und wieste na de Dör. Use Maat schien de aber den Kram noch nicht so recht zu trauen und keek frach wies von einen ob'm anderen. As aber auch sin Mutter im Ton nickte, da gung he langsam von Trüchens ute Haustür und witschte grall um de Ecken.
lange und ernsthaft snackte nu de Pastor mit de alldachschen Frauenslühe. Mit lichten Wörn belehrte he jem darüber, wo dat inne Seele von so'n Kind eigentlich ut sehn dei. Dat man wie so'n Kind überhaupt noch nicht von Schlechtigkeit snacken kann, will dat den Unterschied von Schlecht und Gut noch gar nicht kennen dei. Alles, was der Junge bisher Unrechtes getan hat, ist nicht wert, ihm auch nur eine Minute die goldene Freiheit zu rauben. Jede Verkürzung dieser Freiheit aber ist ein Raub an seinem Leben, an seinem Glück. Ein Kind, das man einsperrt, es wird verkümmern und verkrüppeln. Es wird aufwachsen wie eine Blume, die in einem Keller oder in einem dumpfen, sonnenlosen Hofe sich sehnsuchtsvoll nach dem Licht reckt. Das Kind kann nur gedeihen in der Freiheit, in hellem, goldigem Sonnenschein. Es soll mit Baum und Strauch, mit Blume und Vogel auf Du und Du stehen und so die selige Zeit des reinsten, unbewussten Glückes ungetrübt genießen. Es wird so in Gottes freier Natur erstarken, an Leib und Seele, und was es in seiner Jugendzeit aufgenommen an Licht und Sonnenschein, davon wird es sein Leben lang zehren. Daraus wird es immer aufs Neue, wie aus einem unversiegbaren Wunderborn schöpfen. Denn wir Menschen sind Kinder des Lichtes. Wir sind Sonnenkinder. So wie wir wissen, dass uns die Sonne nur Gutes schafft, täglich, tausendfältig, so wollen wir auch an das Gute im Menschen glauben. An die ewige Liebe, der wir unser Dasein verdanken und die auch dem kleinen werdenden Menschenkinde dort so wunderbar und warm aus den blauen Augen leuchtet. Mutter und Tochter haben die Hände gefoltet und die Tränen, Tränchen in die Augen. So wat haben sie noch nicht hört. Dat wär jon Predigt, so as er in der Karken noch nicht hört han. Der ole Pastor aber stund noch en ganze Tiet ob den Diekkopp und ha sich mit beiden Händen ob sinen Hansstock stut. In Gedanken verloren lädt he sine klogen Augen in runne Garn und dat lädt, als wenn sich diese Augen gar nicht trennen können von den mächtigen, hellgrünen Pappelbaum, von dat Lütje Hus mit den grünen Finsterladens, von den Lütchen Blumengarn, wo dunkelrohe Stockrosen und mächtige, goldgele Sonnenkarn bleiden unem anlachten. Endlich wende he sich af und woll in Gedanken verloren ob den Dieg langs nau de Stadt taugan. Da seh ich hey, ob der grüne Dieg schrägde einen hellen Kinderkittel, eine lütje Gestalt, rulde dör dat hoge Gras, dat gung da Kopp unner Kopp über, bald schaut dat Kopp bumm, bald stund dat Kopp unner Juchen und Lachen. Dat wär Lebenslust, unbändige Freude, Freiheit und Glück. Sonnenschein überall, Buten und Binnen. Da bleif der ole Herr noch einmal staan und folde in Andacht der Henne. Ein glücklichen, toffreien Schien lech ob sein Gesicht. Und ahne dat he dat woll, trockt em dör dat harte. Was ihr aber tut, der geringsten einen, das habt ihr mir getan. Sachte bewegten sich seine Lippen und ein warme Dankgebet werdet, als sie flüsterten. Herr, deine Güte zeiget die rechten Wege mir. Wer sich zum Kinde neiget, der steigt empor zu dir.